Hallo, hier ist Abenteuer Ungarn. Einen wunderschönen guten Abend aus dem wunderschönen Ungarn. Wir sind wieder hoch über Talaegerszeg. Ein wunderschöner Sonnenuntergang mal wieder. Ja, im Februar sind wir das letzte Mal hier gewesen. Gut, zwischendurch nach Grenzöffnung in Österreich bin ich noch mal eine Woche hier gewesen. Mittlerweile sind wir 3 Wochen hier. Wir haben wieder jede Menge gearbeitet an unserem kleinen Häuschen. Ja, und wir gehen ganz einfach mal rund. Schauen uns das mal an. Ja, starten wir mal. Ja, eine wunderschöne Schieferwand haben wir hier gemacht. Ja, sieht man sie? Ja, wird besser jetzt. Wunderschön. Hat lange gedauert. Erst wollten wir Blech machen, aber dann haben wir gesagt, die Westerwälder Kunst kommt wieder ans Haus dran. Okay. Ja. Und dann haben wir noch einige Pflanzen gesetzt. Und vor allen Dingen ist Kongo dabei. Unser Papagei ist mit nach Ungarn gereist. 30 Jahre alt ist der Kerl. Hallo Kongo, wie geht's dir? Gut? Ja, sag mal Kongo, guten Abend. Ja, Kongo. Ja, der Käfig, da kommt man natürlich schlecht mit der Hand durch. Man kann ihn nicht streichen so gut. Na gut, einen wunderschönen Baum haben wir uns wieder hier gepflanzt. Eine wunderschöne Palme haben wir aus Deutschland mitgebracht. Und wieder einen wunderschönen Sonnenuntergang, wie gesagt. Wow. Herrlich, 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 herrlich. Wunderbar. Ja, unsere Küche ist mittlerweile auch fertig. Kann ich euch mal ein bisschen reinzeigen. Ein wunderschöner Ausblick immer hier. Fernsichtrunde 150, 120 Kilometer. Hier kann man die Berge von die Alpen sehen, die Berge von Graz. Toll einfach. Gehen wir mal in unser Wohnheim hier. Unsere Küche mittlerweile fertig. Muss nur mal Licht anmachen. Ja, hier. So, machen wir mal Licht an. Wunderbar. Dann unser Sternenhimmel. Da muss man mal Licht ausmachen. Da sieht man das schon. Natürlich selbst gestrickt von mir. Ja, alles wunderbar. Ja, ein Fernseher mit Alexa ist mittlerweile hier. Gut, Kühlschrank und sowas, glaube ich, habe ich schon mal auf den Videos gezeigt. Alles super gemütlich. Die nächste Alexa. Ah, Alexa. Alexa. Radio Steiermark. Soll ich den Sender Radio Steiermark spielen? Ja. ORF Radio Steiermark auf TuneIn. Mit Alexa wird natürlich die ganze Hauselektrik gesteuert. Ebenfalls natürlich mit dem Smartphone. Meine liebe Corinna hat hier natürlich noch einige Blümchen gesetzt.
einige Rosen. Wahnsinn. Trauben kommen hier schon wieder. Wo habe ich sie gesehen? Hier irgendwo. Ja, und dann haben wir hier vorne nochmal schöne Rosen gesetzt. Ja, und immer wieder der schöne Sonnenuntergang, unser Windrad oben. Ach ja, wir haben auch noch die Photovoltaikanlage, habe ich noch im November erweitert. Haben wir jetzt Power, ungefähr 3 kW oben drauf. Ja, unser Stromkosten fast null nur noch. Die Photovoltaik lädt und ein Warmwasserboiler. Die Waschmaschine wird natürlich drüber gesteuert, über die Photovoltaik, wie das so alles so üblich ist, ne? Wenn man vom Fach ist. Ja, heute haben wir hier unseren Kamin abgerissen, weil im Februar ist nochmal unser Dach durch den heftigen Wind demoliert worden. Und jetzt haben wir uns entschlossen, ein neues Dach drauf zu machen, Blechdach. Ja, ich sag mal, da habe ich schon mal den Kamin abgerissen. Aber da werde ich mit einem Spezialisten, also mit einem Arbeitskollegen runterkommen und dann werden wir ein Blechdach vernünftig drauf machen. Und dann wird natürlich hier diese Wand natürlich auch noch mit Blech versehen. Hier nochmal unser kleiner Vorbau, den wir gemacht haben. Super. Alles nur vom Feinsten fast. Sieht gut aus. Ja, hier unser schönes Bäumchen haben wir letztes Jahr gepflanzt. Da hörten wir gerade beim Nachbar, der legt noch Platten, ist ein Ungar. Der verschönert auch sein Haus ein bisschen. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.